Milo, bleib bei Mom, pass auf. Pass auf. Die. Ja. Wir erst in der Einbahnstraße fahren, dann müssen wir mit Familie umfahren. Ist richtig. Ja? Na gut. Frauen am Steuer ungeheuer. So, wir sind jetzt da. Direkt haben wir an eine Münde gefahren. Ja, ein bisschen strandig ist das. Ja, ist voll cool, voll cool. Wir müssen hier links hoch, wisst ihr selber, ne? Ja, ist ja nicht so, als wollten wir zur Bräulerbahn. Milo, gehst du bitte mit Mama mit über die Straße? Ja, eigentlich bin ich nach Warnemünde gefahren, um an die Bräulerbahn zu gehen. Ja, jeder, der nach Warnemünde Rostock fährt, fährt in die Bräulerbahn. Wer das nicht macht, macht das verkehrt. Trust me, halbes Hähnchen mit Pommes und Curry Mayo. Passt zwar jetzt nicht so in meine Diät, aber hey, man gönnt sich, man muss auch mal der Seele was gönnen. Ja, man muss der Seele auch mal was gönnen. Also, die Luft hier ist was anderes, ne? Oh, da ist der Luft, Juri, Alter. Geil, geil, geil. Wie windig ist es? Windjacke 10 ist da. Gut, ich gehe jetzt mal schauen. Ich zeig mir Herr Bräuler. Trust me, das ist der beste. Das ist der beste Bräuler mit Pommes, ne? Schmeckt gut. Milo? Ich warte noch auf Essen. Ich habe hier erstmal hier den Elino, heißt der. Ne? Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen und warten, bis Mama fertig ist mit Essen. Ich muss mal einen Backautomaten finden. So. Sieht gut aus hier. Und Fatih? Was ist hier? Okay, gibt's Krebs? Gibt's Brater? Du weißt, ich habe gerade einen Bräuner gegessen. Ich bin jetzt auf die Diät. Ich kann jetzt nicht noch weiter nachschlagen. Also irgendwo ist ja auch mal genug. Da ja? Ist du willst mich schon messen. Schon eine Stehaufdicke. Ja, ja, na klar. Alle, die dick sind, bewerbt euch hin. gil@hotmail.de. Ich nehme aber nur ab 130 Kilo. So eine ist das. Bin ich drunter? Nee, bist du nicht. Nee, ich sag doch nicht. Schön. Hey. Ja. Ah, sieht schön aus hier. Sieht super aus. Du kannst jetzt hier rechts hochgehen und dann gehen wir zum Trampolin. Abfahrt. Trampolin! Ja. Ah. Mama, guck mal, wie das ist. Zeig mal. Was war das denn für ein Hüpfer? Der war Wahnsinn. Ich hatte noch nie so einen Hüpfer gesehen. Hier setzt das Fläschchen. Oh, guck mal, Schatz, da kann man liegen. Mama, das ist das Fläschchen. Mama, guck mal, eine Sandgrätsche. Ja, oh, was für eine Blutgrätsche im Sand. Hier setzt das Fläschchen schon für Liegestühle hier. Oh, cool. Guck mal, Schatz. Das ist die Sportlerin. Oh, und das ist. Ich muss mal gucken, was die für Hansa Rostock-Spieler zur Verfügung. Was? Was ist hier? Welcher Spieler so Bock hat hier? Welcher Rostock-Spieler der nächste meiner sein wird? Achso. Mal gucken. Huhu, ich bin hier oben. 7. Etage. Kommt hoch. Spieler. Wo seid ihr? Jilly Walton. Was hast du? Du bist genauso gekommen. Wir sind 8. Etage. Schatz, bei dir war es nicht anders. Wir sind 8. Du warst der Erste, der an meiner Tür stand. Ich bin in 8. Etage. Komm mal her, Spielerchen. Komm mal her. Ich bin hier oben. Ja. Ich bin hier oben. Was ist das Problem? Habt ihr das Gesicht gesehen? Die warten noch an. Komm gleich, die kommen. Okay. Und klopfen. Ich muss so kurz rausgehen. Ja, so. Somit verabschieden wir uns in die Nacht. Ja. Und wir sind im Hotel. Ich zeig das morgen mal in Ruhe. Oh, war ein langer Tag. Und ihr seht, einer ist auf jeden Fall mitgenommen. Ciao, ciao. Wer ist denn der? Ey, weiter, die gehören nicht zu der Familie. Neues Akku reingemacht? Nein. Aber 100%, das ist mein 7. Komm, hey.
Wir gehen jetzt zum Frühstück. Oh yes. Dann bringen wir den hier weg. Und was machen wir dann? Dann haben wir Zeit. Ich hatte diesen freien Film. Und schauen wir gehen in die Stadt. Wir gehen in die Stadt. Ja, vielleicht frühstücken. Ah, jetzt 14%, okay, wir waren 100% weg. Okay. 100% gutes Aussehen, habe ich gefühlt. 100% gutes Aussehen. 10 von 10 haben sie gesagt. Ja, geschaut. Ja. Und sieht super aus. Hässlich aus. Hässlich aus. Ich will Eli, ich kann alles Mein Eli-Maus. Das ist eine super Aufnahme, die du da machst. Meine Eli-Maus. Du musst noch erklären, was du jetzt gerade machst, dann musst du den Zuschauern sagen. Nee. Nee? Guck mal, da war einer gerade joggen, Schatz. Das könntest du sein. Ja, mit seinem Fliegenschuss. Da ist er, der einzigartige Kevin Hannibal. Jetzt renne ich durch. Guck dir mal, das ist der heilige Rasen. Hier, Papa, ganz aufgespielt. Hier werden Sonntag drei Punkte eingefahren. Runter. Oh. Kinderwagen runter. Grüß dich, alles gut? So. Ne? Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City. War ein Spaß, war. Mach mal Auto auf, bitte. Anstrengenden Tag gehabt heute in Rostock. Ich habe Mittagsschlaf gemacht zwischendurch. Weil der Kleine hatte ja noch die Rostock-Schule. Wir waren kurz in der Stadt. Ich war beim Friseur. Ich habe mir eine Cap gekauft. Ich habe meinen Sohn eine Cap gekauft. Habe ich das eigentlich erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich bin alt und vergesslich. Jetzt ist der Kleinste. Macht wieder ein bisschen Alarm. Der macht ein bisschen Alarm. Und hier ist kein Ball. Achso, jetzt wollen wir. Jetzt gehen wir ein bisschen spazieren und dann zeige ich den Kleinen mal, wo Papa früher ein bisschen gekickt hat, wo er das Fußballspielen gelernt hat. Zeig mir her deine Käppi. Richtig cool. Auf die Straße. Milo, auf der Straße hält man den Ball. Hey, hey, Milo. Ach, Fußballschuhe auch eingepackt? Ja. Ah, gut. Das war der falsche Rasen. Sonst, wie war den Tag, Schatzi? Und öfter. Was hast du morgen vor? Morgen ist es um die Ostsee. Morgen ist es um die Ostsee. Papi, Papa, ich darf morgen Schiedsrichter sein. Du darfst Schiedsrichter sein, das ist sehr, sehr, sehr gut. Und weißt du, und der Trainer hat auch mit richtigen Karten gespielt. Er hat ein von den Spielern eine gelbe Karte gespielt. Deine wunderschöne Mama. Papa. Ja? Er hat von den Spielern die gelbe Karte. Also. Ich melde mich gleich vom Platz, wo ich ein bisschen trickse. Trickst du auch? Nach der Sommerpause. Ich weiß. Dann hat sich zu viel auf der Waage. Wie viel Gramm hatte ich zu viel? Also ich hatte nicht mal Kilo zu viel Gramm. Wie viel hatte ich denn? Nicht, aber auf jeden Fall nicht viel. Aber haben sie einen Testspiel gemacht oder so? Nee, die haben ein Training gemacht, das war das erste Training. Genau, du musst ein Läufchen machen. Komm, Milo, wir gehen mal hier unten hin. Das war voll heiß gewesen an dem Tag. Ja, das geht gar nicht um die Läufchen, die ich machen sollte. Weißt du, was ich so viel hatte? Ich sollte mit 84 kommen, ich hatte 84,3 oder so. Prinzipiensache. Prinzipiensache. Also, das ist Quatsch. Jetzt 84 wiege oder 84,3, das ist. Ah, hier habe ich früher. Früher gab es diesen Zaun hier noch nicht. Ah, da gab es auch diesen Platz, der war noch ganz anders. Habe ich hier drauf gezockt. In der A-Jugend hier haben wir gespielt. Jetzt zeige ich mal den Rasenplatz. We are teaching our son in two languages. Huh? Shut up, please. Oh. Yeah. Milo is learning English with us. Ja, ja. Because he must learn two languages. Ja, hier war die Magie von mir. Hier war die Magie Panewitz. Hier auf diesem Platz kam die Magie. Da unten ist der Rasen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber schöner kurz gerade. Ja. Ich baller jetzt ein bisschen mit meinem Kleinen hier. Ja, ich schieße euch wieder ins Tor. Ich gehe ins Tor. So, zeig mal einen Schuss, komm. Ja. Naja, im Tor hast du wenigstens getroffen, auch wenn das falsch ist.
Spaziergang läuft super. Heute immer noch. Der heute jetzt auch. Also, es läuft. Beide schlafen fast. Ja, mit dem Kickenbier, der heute, weil ich den Ball weggeschossen habe, den habe ich jetzt aber geholt, der heute immer noch. Und der, weiß ich nicht, was, der ist einfach schlecht drauf, egal was du machst, der weint. Ja. Ist ja nicht so, also sind wir schon, wie lange sind wir draußen? Anderthalb Stündchen, anderthalb? Ja, eher anderthalb fast. Gespielt die ganze Zeit, ja. Ja. Wir fangen wieder bei Null an. Ey, Milo! Milo! Komm, ich schieße ihn rein. Du hältst ihn nicht. 3, 2, 1, letzte Chance. Na los, komm! Ich wollte ihn locken, hat nicht geklappt. Ihr müsst immer locken, ihr müsst immer einen Assenärmel haben. Wie läuft's bei dir? Hat sich beruhigt? Meine Frau hofft. Ich warte mal 30 Sekunden, dann geht sie da los. Naja, gut. Dann war's das erstmal für heute. Wir machen hier den Kleinen und den anderen Kleinen da noch ready. Und dann hatten wir heute einen anstrengenden Tag. Schlafen wäre super. Aber sieht nach einer super Nacht aus. Gerade mit dem speziellen Patienten hier. Ja. Hast willst du noch was sagen? Bis morgen? Sag Peace and Out und dann gehen wir. So, du bist ein Gangster-Zünger. Peace and Out, komm. Peace and Out. Dann zeig Peace, bitte. Ah, Tor gemacht. Siehst du, was denn? Na, hat doch geklappt. Mach ich nicht? Mhm, das ist ja gut, Manuel Neuer. So, ciao. Peace and Out. Einmeldung. Ganz wichtige Nachricht. Ich wollte eigentlich kein Video mehr drehen um die Uhrzeit. Ja? Aber meine Frau probiert jetzt den Rekord zu brechen beim Limbo. Limbo. Ja, wenn es Limbo heißt, dann ist es. Ich mach die Musik, du machst die Show. Dos, tres. Uma burrera de la chupesaria. Dos, tres. Boah, so stark. Das war böse. Jetzt ist die Frage, was war besser? Die Musik oder der Limbo-Tanz? Ihr dürft entscheiden in den Kommentaren oder so. Schreibt einfach rein, Panne. Bist der Beste. Schatz, du siehst wundervoll von hinten aus. Können wir machen. So, Kind ist abgegeben, so sieht das aus. Ja. Ich hoffe, diese Musik kann man rausschneiden. Ich weiß nicht. Ich bin kein Schneiderexperte. Ja. Ein Schneider? Schneider-Experte. Tapfere Schneiderlein. Ihr schickt dir, Git. Bist du das tapfere Schneiderlein? Keine Ahnung. Ja, war nur dick, der ist ja nicht. Tödliche Biene war das, ganz klar. Ja? Tödliche moin. Biene, moin. Moin. Na, was sagst du, wurde schon wieder angegriffen, tödliche Biene. Aber ich so süß bin. Baby. Wir gehen jetzt wieder was frühstücken. Wir haben Milo frei jetzt bis 16. 16, ja, wir sind ja um 13.30 Uhr da und schauen dann noch zu, 2 Stunden. Ja, Kleine, die ja alle hier die Puppen tanzen lässt. Der hat gestern ein, zwei Dinger versenkt und die da vernichtet, die Kinder. Also sagst du, er war gut, das wollte ja, ich zu sagen. Ja, okay. Er war gut gestern. Naja, kommt doch nach Papa. Kann er nur gut sein. Ja. Wir werden jetzt erstmal noch das Frühstücken gehen. Ein bisschen Jibin Bikini kaufen, weil sie möchte heute in die Ostsee. Oh, ja. Und das will ich sehen, dass sie da reingeht. Ja. Ist die Ostsee eigentlich salzig? Die ist sehr salzig, pass auf. Sie ist salzig. Die ist auf jeden Fall salzig. Aber kannst ja mal einen Schluck nehmen. Ja, Salz schadet nicht. Du bist ja sowieso sehr versalzen. Deswegen hau rein. Juti, wir zeigen euch das Frühstück wieder. Haben wir das gestern festgehalten, das Frühstück? Ich weiß es gar nicht. Egal, wird ein klasse Vlog. Wird richtig klasse. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen mit Delay, ob wir alles reinhauen. Ob wie lange soll das Video gehen? 30 Minuten? 30? 30 Minuten? Naja, egal. Juti, wir gehen frühstücken. Ah, richtig cool mit der Sonnenbrille. Auf dem Weg in die Stadt. Oder wir sind nicht auf dem Weg, wir sind in der Stadt und wir gehen jetzt frühstücken. Wir sehen hier ein mega Angebot. Das haben wir gestern schon gesehen. Ja. Döner 2 Euro. Aber das Problem ist nicht. Ja, ist echt schön, dass sie offen haben. Das Problem ist ja nicht, dass das ein Dönerland ist. Das ist eigentlich ein Chinese. Du kriegst auch noch hier gerade angebratene Nudeln.
Und Schweinenackes hier kriegst du auch. Ja. Also kriegst du hier alles. Und du willst einen Döner für 2 Euro essen. Ich sag dir. Also eigentlich müsstest du essen, habe ich direkt 4 Kilo weniger. Ja. Ah ja. Es sind nachher 2 für 4 Euro. In Berlin kosten die Dinger mittlerweile 7 Euro. Hier kosten sie 2 Euro. Ob die Gewinn machen? Aber mit und frieren, dann mich ein. Ja. Schlechte Zeit. Geht sie. Durchfall incoming. Wir sind jetzt frühstücken. Mit Alex, da wo wir gestern waren. Danke. Danke. Also es gibt Vollkornbrot mit Rührei. Meine Frau auch irgendwas mit Ei. Ach, auf Ex-Achse hat er mal gesagt. Wir haben hier Selter, Speck, also kleines Brunchmanchen. Aber also der Orangensaft, die kriegt man hier gratis dazu, wenn man hier bruncht. Man kann auch ein Frühstück bestellen. Ja, Frühstück ist das gleiche. Egal, was ich sagen wollte, es gibt hier noch den anderen. Haben den gestern festgehalten, den Orangensaft, für 9 Euro. Also einer der schlechtesten Orangensaft, frisch gepressten Orangensaft, den ich hier getrunken habe, für 9 Euro, 0,4 Liter. Also, ab Spaß gewesen, haben wir auch zurückgegeben, haben uns beschwert. Klage ist eingereicht. Guten Appetit, Mama, beiß mal rein da, ja. Beste Frau der Welt. Ja. Ich befinde mich gerade immer noch in der Stadt. Und ich stehe jetzt gerade hier an jetzt ist Street One drin. Hier war damals Telekom drin. Telekom, weiß nicht, da war das erste iPhone aktuell. Wie lange ist das her? 2010 kommt das hin. 2009, irgendwie so in dem Dreh. Und ich weiß noch, wie ich das erste iPhone mir geholt habe hier bei der Telekom für Allflat, keine Ahnung, ein bisschen Internet für, ich glaube, 150 Euro im Monat war das damals. Also es war arschteuer für ein Telefon mit ein bisschen Internet. Das war auf jeden Fall genau hier. Ja, und hier um die Ecke, hier links rein, hat Shidi gewohnt. Ah, der kennt Master Shid. Auch alte Legend. So, jetzt wollte ich noch KTC gehen und wollte da ein bisschen gucken, wer guckt. Sieht man, da sind die ganzen Kinder. Ist jetzt noch eine halbe Stunde, dann ist vorbei. Die haben gerade ein bisschen gespielt. Wir sitzen hier in der Sonne. Meine Frau unterhält sich endlich mal auf Augenniveau mit meinem Kind. Ja. Und ja, dann nach will meine Frau, ich glaube, die Profis trainieren gleich. Ich glaube, ich gehe gleich ein bisschen bei den Profis zu gucken, die mal ein paar Tipps gehen, ja. Hier links, rechts, Übersteiger, wie man das macht. Diagonal. Das habe ich einmal gerufen. Diagonal geht immer. Ja, kleiner Tipp an Rande für Sechser. Diagonal geht immer. Nein. Ich wollte da vielleicht noch ein bisschen zugucken. Mal gucken, was mein Sohn gleich machen möchte, ob er mitspielen möchte, mitgucken möchte oder ob er behaupten möchte. Ich lasse euch die Entscheidung dann mitteilen oder ihr werdet es miterleben, was wir da machen. Schatz? Nichts. Also es ist ja nicht so, als bin ich hier den ganzen Tag schon unterwegs. Hab kaum geschlafen. Ja, du hast auch kaum geschlafen, wir haben beide kaum geschlafen. Aber jetzt sitze ich hier im Erlebnis, Erdbeerhof, was auch immer. Schau mich mal bitte an. Mit dieser jungen Dame. Ja? Nee, haben Sie irgendwas zu sagen? Wollen Sie irgendwas sagen? Freuen Sie sich, dass Sie hier sind? Ja? Können Sie mal richtig schön lächeln in die Kamera? Ja. Ja, also. No Kommentar needed. Mein Englisch ist very good. Oh ja. So, es geht weiter. Hier, er gibt den Ton an. Es geht weiter. Schatz, kannst du deinen Mund nicht sauber machen? Da hast du noch eine halbe Tafel Schokolade hängen. Danke. Beauty.
Ja, ich bin fix und fertig, wirklich fix und fertig. Aber okay, gut. Da ist er. Ja, finally. Flieg, kleines Bienchen, flieg! Bist du Mayas Schwester, Schatz? Mayas wilde Schwester. So heißt das Karussell. Er ist heiß. Flieg, du kleines Bienchen, flieg! Ja, flatter mal mit deinem Flügelchen. Ui. Ui, gut festhalten, Milo. Da fliegt das dicke Bienchen. Ja, Bienchen fliegt. Yay! Yeah. Ein bisschen mehr Nektar sammeln hier, das Bienchen da ganz außen, links. Yay! Yeah. Ganz schön wild! Wie war die wilde Maya? Ich muss mich fragen, wenn ich einen Bratwurst esse. War die wild, die Maya? Total langweilig. War die nicht so wild, die Maya? Nee, Mann. Das sah doch nicht so begeistert aus. Hier, deine Bratwurst. Ja. Ich bin fix und fertig. Wir haben es jetzt 20.15 Uhr, glaube ich. Kurz. Wir haben 19.39 Uhr. Okay, fast richtig. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, 7.30 Uhr fast auf den Beinen, also nur unterwegs. Vom Frühstück hoch, dann zum Spiel, beziehungsweise zum Trainingssommercamp. Dann den ganzen Tag unterwegs. Ich bin jetzt gerade hoch, war duschen, habe mich jetzt gerade hingelegt. Der Kleine schläft, sagt es, also ich sage das nicht zu laut, er schläft gerade super. Ja. Ich bin aber fix und fertig, das ist jetzt der zweite Tag. Und wir waren ja noch im Dings, jetzt wollen wir gerade noch was essen. Also wir waren gerade jetzt auf dem Erlebnis-Epperhof. Dann sind wir jetzt noch kurz das Essen gegangen in die Stadt. Jetzt sind wir nach Hause. Jetzt mache ich drei Kreuze, dass ich im Bett liege. Und ich werde mich gar nicht mehr wegbewegen. Ja. Deswegen hören wir uns morgen früh wieder. Und ja. Dann bis morgen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Mittwoch ist jetzt hier der dritte Tag in Rostock, beziehungsweise Sonntag zum Montag. Ist auch egal. Der dritte Tag. Wir fahren morgen Abend wieder nach Hause, dann ist das Sommercamp hier auch vorbei. Da läuft schon meine Frau, mein Kind. Was hat sie da? Ja, ich höre jetzt das Auto schon mal und dann fahre ich gleich mit meiner Frau wieder in die Stadt, was frühstücken. Jetzt so wieder alles so ein bisschen das gleiche. Das Wetter ist heute ein bisschen bewölkt. Und
ich sag mal so, ihr habt mal gesehen, wie so ein Panewitz Rostock Trip aussehen kann oder aussieht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel mehr filmen. Ich werde jetzt ein bisschen nur ein, zwei Tage oder einen Tag mit meiner Frau genießen. Ihr habt gesehen, was hier so abgeht. Ja, die Nacht mit dem Kleinen ist auch so halb cool, weil er viele Eindrücke hier sammelt, viele Geräusche. Der kommt dann halt abends nicht zur Ruhe, schläft tagsüber eigentlich relativ viel. Ja. Aber für ihn ist es ja auch immer sehr, sehr viel. Wir sind viel gelaufen. Ich glaube, ich habe jeweils Montag und Dienstag 15.000 Schritte gemacht, was für mein Knie eigentlich auch nicht so toll ist, weil das zur Zeit viel gut einläuft. Deswegen mache ich auch viele Quark. Wie nennt man das? Quark? Wie nennt man das? Quark? Ups. Naja, ich schließe mein Knie mit Quarkfüllung ein, mache Frischhaltefolie rum. Ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich mache so ein für mein Knie was Gutes. Ja? Und ich würde jetzt heute will ich, oder ich will die nächsten Tage ein, zwei, also neu schneiden bitte. Und die nächsten Tage will ich jetzt, beziehungsweise heute, morgen, will ich eigentlich ein bisschen ruhiger machen. Ja? Muss ich meiner Frau mal beibringen, ja, dass mein Knie mal ein bisschen Ruhe braucht. Weil ich ab Donnerstag, wenn ich dann wieder in Berlin bin, beziehungsweise ab Freitag dann wieder gut rankotzen möchte, was mein Knie angeht. Und aber da nehme ich euch auch mit, ja, weil ich mich bald wieder auf dem Platz stehen. Aber hier geht es halt nicht um Schnelligkeit oder schnell. Hier geht es halt um eine gute Mischung von Training, Ernährung, Pausen. Ja. Deswegen wird das vielleicht alles nochmal ein bisschen dauern. Und deswegen, ja, hoffe ich, hattet ihr jetzt so einen schönen Eindruck oder gefällt euch das Video, was wir hier so ein bisschen gemacht haben. So einen kleinen Rostock-Vlog. Ja, ich würde dann am liebsten noch am Stadion einen Vlog machen, aber wie gesagt, Sachen müssen erledigt werden in Berlin. Und und ich will auch endlich wieder auf dem Platz, ich will trainieren, ich will ein bisschen was machen. Und dazu erzähle ich euch aber jetzt die Tage dann nochmal mehr. Wenn ich dann trainiere, dann seht ihr, was ich so mache. Und ja. Also, das zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Frau, habt ihr gesehen, ist ein Dulli. Mein Sohn genauso. Und ich hoffe, ihr hattet ja einen kleinen Einblick, wie es bei uns so abgeht. Aber da kommt noch mehr, macht euch keine Sorgen. Oder auch nicht, je nachdem, was ihr wollt.